So, hallo, liebe YouTube, liebe Facebook-Freunde. Ich dachte, ich mache jetzt mal so ein Statement zum G20-Gipfel, Gewalt um den G20-Gipfel. Da ist ja so viel, was man sagen könnte, ist ja so Wahnsinn, was da alles rundrum ist um den ganzen G20, und da könnte man so viel Themen ansprechen und Sachen. Ja, auf jeden Fall, ich weiß schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Wo fange ich am besten an? Ja gut, mal mit der Gewalt. Ja. Jetzt war es so, es war ja heftige Randale im Schanzenviertel, in Altona sind Autos anzündet worden und so. Dass sie Gewalt ablehnen, ist völlig klar. Also ich, keine Gewalt, ich bin total gegen Gewalt, aber also das ist ja gar kein Ding. Aber wenn wir jetzt mal über den Punkt, Diskussionspunkt hinausgehen, müssen wir ja gucken, was sind die Ursachen und wo sind eigentlich die Probleme. Und es geht ja schon dahin los, wie kann man so eine Veranstaltung wie den G20 abhalten in so einer Stadt wie Hamburg, ja, in so einem Brennpunkt. Da geht es ja schon los. Und dann noch, wenn noch echte Despoten wie Putin, Trump und Erdogan eingeladen. Das kommt dann noch dazu. Und ja, dann dieser ausufernde Kapitalismus auf Kosten von Menschen, auf Kosten von der Natur, auf Kosten von den Tieren. Ja, und jetzt hat es halt geknallt. Ja. Und jetzt heißt es dann, ja, die bösen Linken, die bösen Randalierer und so. Ja, wie gesagt, das ist natürlich nicht richtig, die Gewalt, das ist absolut abzulehnen. Ja. Aber so eine Sichtweise ist schon ein bisschen einseitig. Erstens mal, die Linken ist auch schon mal falsch, weil es gibt Berichte darüber, dass auch Rechte dabei waren. Es gab von rechten Gruppierungen Aufrufe, ja, nach Hamburg zu, also auch von Hooligans und so, nach Hamburg zu fahren und dort mit zu randalieren. Ja. Versteckt quasi, also sich da einzuschmuggeln und dann mit zu randalieren. Ja. Das ist mal das eine. Dann gibt es auch Hinweise, dass auch verdeckte Ermittler oder beziehungsweise den Verdacht auch mit diese Krawalle mit angeschürt haben. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass jetzt die, wo es randaliert haben, alle vom Verfassungsschutz waren. Nee, das ist natürlich auch Blödsinn, aber dass da Leute, Provokateure da mitgemischt haben und da noch quasi das noch alles noch mit ein bisschen mit befördert haben. Da gibt es auch also Hinweise auf jeden Fall. Ja. Und es ist auch gar nicht so abwegig, also von der Logik her nicht abwegig, weil diese Krawalle haben der Sache derer, die friedlich protestiert haben, ja total geschadet. Ja. Jetzt schreien alle wieder nach einem starken Staat und jetzt wollen wir wieder die Meinungsfreiheit natürlich einschränken und so weiter, das Demonstrationsrecht. Und da kommt es kommen Forderungen auch von vielen Bürger oder die jetzt auch betroffen waren, für denen man jetzt die Läden verwüstet hat und so. Ja, geht jetzt halt richtiges Geschrei los. Ja. Dass man die am liebsten, die ganzen Tiere am liebsten, wird man am liebsten alle aufhängen und so weiter und so fort. Ich sag mal so, wir leben in der Demokratie, wir leben in der Freiheit, in gewissem Maße noch, wobei das ja jetzt schon abgeschenkt ist. Ich bin Anarchist, ja, also ich will mehr, sogar mehr in Richtung Freiheit, und da gibt es Kräfte, die die Freiheit einschränken wollen und die Demokratie abbauen wollen. Und wenn das so ist, stelle ich mich als Anarchist natürlich voll und ganz hinter der Demokratie. Weil lieber Demokratie und Freiheit, weil da kann ich über den Anarchismus erstmal auch noch reden und meine Meinung äußern, als einen totalitären Staat. Und in diese Richtung geht es ja. Ja, diese ganze Stammtischparolen und so, die ganze Dummköpfe da, wo jetzt rumschreien, ja, und jetzt das haben die Demonstrationsrecht einschränken und noch mehr härtere Strafen und noch mehr. Ja, noch mehr Überwachung und so weiter. Wisst ihr was? Denen Leute mache ich eine Empfehlung. Nimmt eure Koffer und geht in ein Land, wo so eine autoritäre Staatsmacht herrscht, wie zum Beispiel Korea. Ja? Da gibt es keine Krawalle, da gibt es keine Demonstrationen, alles ist sehr ruhig, ja. Und dann wandert halt aus. Man verpisst euch halt, ja. Ich sag, so eine Gewalt ist zwar nicht schön, aber das muss auch Demokratie aushalten, besonders wenn halt Politiker Scheiße bauen, verdammt nochmal. Da muss man das halt aushalten, ja. Und dann kann man nicht mit einem strengeren und härteren Staat, weil es geht alles in die Richtung Diktatur, ja. Und da bin ich dagegen. Da bin ich absolut dagegen.
Ich bin froh, wenn ich meine Meinung sagen darf. Ich bin froh, wenn ich demonstriere.